Susanne Hartmann, das Baudepartement ist jetzt geworden, das du übernimmst. Das ist ein Wunschressort. Ja, also ich habe immer da auch, als mich gefragt wurde, wenn dann sicher auch das Baudepartement genannt. Da freue ich mich sehr, es ist ein Querschnittsdepartement, es ist ein wichtiges Departement, ein spannendes Departement. Und jetzt bin ich quasi von der Praktikantin vom Rechtsdienst vom Baudepartement, jetzt zur Vorsteherin vom Baudepartement gekommen, und da ist noch speziell. Was sind dort die Haupt- Baustellen, die es da gibt am Anfang? Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt das Energiegesetz, das ja mal zurückgewiesen worden ist, das als nächstes erst grösseres Geschäft kommt. Und das wird dann im Kantonsrat behandelt. Und dann müssen wir schauen, ob die Änderungen dann noch angenommen werden, ob man ein bisschen progressiver unterwegs ist, wie es jetzt, wo es zurückgewiesen worden ist. Die Pressekonferenz ist jetzt immer wieder nach hinten verschoben worden, zweimal. Sind das besonders zähe Verhandlungen gewesen heute Morgen? Ich bin erst mal dabei, darum kann ich das nicht sagen. Es wird diskutiert, selbstverständlich. Wir haben noch andere Geschäfte gehabt, darum ist es ein bisschen länger gegangen. Jetzt bist du noch bis Ende Monat in Wiel Stadtpräsidentin. Wie muss ich das vorstellen? Gibt es da schon eine Übergabezeit, wo Dani Meili schon übernimmt? Oder wie läuft das genau? Oder? Ich bin bis zum letzten Tag in Wiel. Also bis am Freitag vor Pfingsten und am Dienstag nach Pfingsten fange ich hier in St. Gallen an. Es wird Übergänge geben, aber ich werde bis zum Schluss zu Wiel bleiben und mich für die Stadt einsetzen und ab dem 2. Juni voll für den Kanton. Marc Mechler, neu der Finanzchef vom Kanton St. Gallen am 1. Juni. Warum hat es den Wechsel gegeben? Ja, die Regierung hat sich überlegt, wo kann man Kompetenzen der einzelnen Leute ideal einsetzen. Das war ein wichtiger Faktor gewesen. Und darum ist es auch zu dem Entscheid am Schluss gekommen, wo wir als Regierung alle mittragen. Bei mir ins Finanzdepartement ist es für mich etwas ein lachendes und ein weinendes Auge, das man hat. Einerseits weinend, weil mir hat es im Baudepartement sehr gut gefallen. Ich hätte mir vorstellen können, dort nochmal 4 Jahre zu bleiben. Jetzt hat es aber einen Wechsel gegeben. Aber es ist bekannt, dass Finanzen mir auch nicht ganz zu weit weg sind von meiner Vergangenheit. Und ich bin überzeugt, dass ich im Finanzdepartement mich auch gut einbringen kann. Eine Frage, ist das ein Wunsch von dir, das dürfen Sie übernehmen? Ich habe eigentlich immer schon gesagt, auch im Wahlkampf, dass mir im Baudepartement sehr gefällt. Und von dem her hätte ich mir sehr gut vorstellen zu bleiben. Ich mache mir aber keine Illusion, dass die Finanzen in den kommenden Jahren aufgrund jetzt der wirtschaftlichen Krise, in der wir jetzt drin sind, anspruchsvoll wird. Und deshalb ist es sicherlich angebracht, dass vielleicht die Leute, die einen Rucksack mitbringen, auch sich mit dem Medien befassen können. Und darum ist die Regierung der Meinung, Marc Mechler, die Finanzen macht Sinn. Die Corona-Krise wird sehr fordernd sein für den Finanzchef vom Kanton. Braucht es da weitere Finanzspritzen auch in Zukunft? Ja, das wird sich jetzt müssen zeigen, wie schnell der Erholung kommt. Aber ich mache mir keine Illusion, dass am Schluss auch volkswirtschaftlich gewisse negative Implikationen wird haben. Es wird negative Implikationen haben für uns auf den Staatshaushalt. Auf der einen Seite haben wir sehr viel außerordentliche Ausgaben, die jetzt kommen. Und auf der anderen Seite werden die Steuereinnahmen nicht mehr so sein wie geplant. Und es wird sich dann zeigen, wie gross ist das Delta, also die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen. Wir haben im 2019 einen hervorragenden Abschluss dürfen vorweisen. Wir können froh sein, dass wir die Reserve jetzt haben, weil wir werden die brauchen. Jetzt wird ja Susanne Hartmann, die jetzt noch Wieler Stadtpräsidentin ist, wird deine Nachfolgerin so quasi im Baudepartement. Was ist ihr mit auf den Weg? Ja, Susanne Hartmann bringt natürlich ein grosses Wissen mit in das Baudepartement. Sie hat in der früheren Tätigkeit mal im Baudepartement in Zürich geschaffen. Auch da bin ich überzeugt, dass Susanne Hartmann rasch kann Tritt fassen im Baudepartement. Ich werde natürlich mit ihr möglichst bilateral uns auch noch absprechen, sodass ihr der Anfang möglichst einfach wird klingen. Ich möchte sie vorbereiten auf die heikle Dossier, die es gibt, wie in jedem Departement. Und dann bin ich aber überzeugt, dass sie sehr schnell Tritt fassen kann. Was sind die heiklen Dossiers? Die erzähle ich der Frau Hartmann, aber die tun wir nicht austauschen in der Öffentlichkeit. Stefan Köliker, Sie bleiben der Bildungschef im Kanton St. Gallen. Gefällt es Ihnen einfach gut im Ressort? Ja gut, man muss sich bewusst sein, ich bin der amtsälteste Bildungschef der Schweiz. Also ich mache das schon lange und Bildung ist etwas, das unglaublich viel Zeit braucht. Also lang, bis etwas umgesetzt ist, bis man auch erkennt, ob es eine gute Wirkung hat oder auch nicht. Und es ist häufiger so, dass Bildungschefen eben nicht so wechseln, das Departement, weil sie eben die Zeit einfach auch brauchen. Ich bin sehr etabliert und ich denke, für die Schulen, für die Bildung von unserem Kanton St. Gallen ist doch das ein Vorteil. Noch ein aktuelles Thema. Nächsten Montag geht es los im Kanton St. Gallen wieder mit dem Präsenzunterricht in den Schulen. Das Halbklassensystem sorgt für viele Diskussionen. Bleiben Sie dabei?
Ja, also ich glaube, es ist gar nicht diskussionswürdig, oder? Weil es ist derart offensichtlich, es ist das Beste für Schülerinnen und Schüler, es ist das Beste für die Lehrpersonen. Und jetzt aufgrund von der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis aus dieser Taskforce vom Bund ist es auch gesundheitlich eigentlich dringend empfohlen, dass man die Schule nicht voll anfährt, sondern in Etappen anfährt. Also wir sind rundum eigentlich bestätigt, dass das das Richtige ist. Und wir freuen uns jetzt eigentlich auf den Start und sind überzeugt, dass alle Beteiligten auch werden mithelfen. Also dann macht aus Ihrer Sicht Thurgau etwas falsch? Ja, jeder Kanton hat für sich selber müssen entscheiden. Wir haben entschieden für uns, dass wir in Etappen anfahren. Wir haben ja das auch nicht gewusst. Seit letzten Wochenende wissen wir, dass eben die Taskforce vom Bundesamt für Gesundheit das untersucht hat in den letzten Wochen und zum Schluss gekommen ist, dass man eben in Etappen anfahren sollte. Wir haben das nicht gewusst, aber wir haben in dem Fall richtig entschieden und von dem her hinterfragen wir sicher nicht unseren Entscheid.